Wir haben uns noch etwas ausgedacht als Zeichen für dieses Camp. Es ist ja das vierte Bildungscamp und deswegen wird sich gemeinsam zu überlegen, was sinnvoll und was möglich ist. Deswegen haben sich hier heute über 300 Menschen angemeldet und sind da und die ersten Sessions laufen. Ich arbeite zurzeit an einem Lego-Roboter, der Fußball spielt. Er hat einen Kompass-Sensor, um sich auf dem Feld zurechtzufinden. Ich arbeite in einem Team, der ist jetzt hier nicht mit der Soccer-Disziplin beschäftigt, sondern mit Rescue. Das sind unsere beiden Roboter. Damals war es unser größter Erfolg damit der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Ja, wir sind heute hier auf dem zweiten ÖRCamp Köln, Camp für freie Bildungsmaterialien. Was als OER-Camp begann für ein Camp für freie Bildungsmaterialien, ist inzwischen der Digital Education Day, Hashtag DED16. Ein Tag, an dem sich hier die Menschen treffen, um sich über Digitalisierung in den Schulen auszutauschen, um sich über digitale Bildung auszutauschen. Ja, und es geht einfach darum, auch mal Menschen zu treffen, die sich eben mit denselben Themen beschäftigen wie man selber. Und vor allen Dingen auch gelernt, es ist überall das gleiche Problem. Wir sind nicht alleine, auch da nicht in dieser Langsamkeit. Und alle anderen sind genauso ungeduldig wie ich. Es müsste schneller gehen. Und hier auch zu merken, nein, es geht überall so langsam vorwärts. Und wir müssen die Geduld haben und weiter am Ball bleiben. Das war für mich jetzt wieder, weil ich bin zu ungeduldig in meiner Schule, bin manchmal frustriert. Und hier merke ich, nein, es ist normal. Es ist ein ganz normaler Prozess. Das war für mich eben auch eine ganz entscheidende Geschichte wieder. Naja, grundsätzlich ist die Schule ja im Wandel und es ist ja nicht nur digital, was der Wandel ist, sondern grundsätzlich der Unterricht verändert sich und das kann man natürlich digital sehr gut unterstützen, da passt es ganz gut zusammen und ich denke mal, hier in so einem Format kommt man ganz gut in Austausch. Die Sessions an sich sind auch eigentlich mehr oder weniger nur Impulse, um hinterher nochmal ins Gespräch zu kommen. Das finde ich eigentlich sehr positiv. Das Besondere am Digital Education Day ist vielleicht der schulische Schwerpunkt. Also hier finden sich in der Tat viele Menschen aus der Praxis, die also in Grundschulen, in weiterführenden Schulen, in Berufsschulen mit Schülern, mit ihren Kolleginnen und Kollegen daran arbeiten, wie das Digitale in die Bildung aufgenommen werden kann. Und dann habe ich im ersten Vortrag habe ich mir Virtual Reality angeschaut und zwar hat ein Lehrer von der Schule gerade 3 Virtual Reality Brillen sich beschafft und hat erklärt, wie er jetzt Unterricht damit machen will. Das war irgendwie ganz spannend. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Warum ist so eine Veranstaltung wie der Digital Education Day wichtig? Also ein Tag ist wichtig, weil alle Aktiven in dem Themenfeld und Interessierte, die vielleicht neu einsteigen wollen, hier ein Forum haben, sich auszutauschen, sich über neue Entwicklungen zu informieren, sich auch darüber zu informieren, was könnte das denn für mich an positiven Veränderungen bringen. Dann sind solche informelleren Kreise etwas niedrigschwelliger vielleicht als formale Formatangebote.